Spartakusgruppe nannte sich die Gruppe um Rosa Luxemburg, zu der auch noch sehr viele andere theoretische und praktische Revolutionäre gehörten. Ja. Ja. In Anspielung auf dessen Satz, der ihm zugeschrieben wird, bei der Mehrheit bleiben, selbst wenn sie irrt. Gibt es dafür eine Quelle? Aus der Antike gibt es dazu keine Quelle. Es, wie überhaupt das Bild des Spartakus, das da konstruiert wird oder das in den Köpfen der Menschen im späten 19., frühen 20. Jahrhundert vorhanden ist, sich nicht allein aus antiken Quellen speist. Die Situation ist ja die, dass die Sklaven gesiegt haben unter seiner Führung, jetzt aber nicht gehorchen und wie er vorschlägt, nach Norden ziehen. Die einen in ihre gallische Heimat, die anderen in die thrakische Heimat. Ja. Ja, da wären sie in Sicherheit. Ja. Ja, sondern, dass sie wieder zurückkehren, noch einmal Beute machen. Ja, ja. Und dabei geschlagen werden. Genau. Und er sagt, die Mehrheit ist gegen mich, aber ich werde sie weiterführen. Ja. Das war irgendwie dieses doch, sagen wir mal, sehr skeptische Bewusstsein, dass auch die Revolutionäre jetzt nach 1905, nach der Russischen Revolution, sozusagen hervorbringen. Ja, ja. Wobei ich glaube, dass das Interesse an Spartakus, das ordentlicher datierbar ist auf einen Brief von Marx an Engels, in dem er über Spartakus spricht und der mit der Publikation dieses Briefes dann auch tatsächlich insofern Weltgeschichte geschrieben hat, als die Beschäftigung mit Spartakus in der Welt, die durch Marxens Gedanken geprägt war, legitimiert war, wenn man so will. Abends zur Erholung Appians römische Bürgerkriege im griechischen Originaltext gelesen. Spartakus erscheint als der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat. Großer General, nobler Charakter, real representative des antiken Proletariats. Genau. Das ist die Äußerung, die Marx in diesem Brief tut, gar nicht in einer für die Publikation gedachten Schrift. Und das Interessante scheint mir, dass genau dieses, das Bild des Spartakus in der Zeit nach dem Bekanntwerden dieses Briefes dann auch geprägt hat. Wir können das 1916 verfolgen bei der Spartakusgruppe, die sich genau in diesen Namensgeber sucht. Und wir können das gegen den Krieg. Ja. Ja. Die Quelle, die dafür aus der Antike verwendet wird, ist Plutarch. Das ist ganz bemerkenswert, auch wenn Marx in seinem Brief sagt, er hätte das aus Appian. Da steht das gar nicht. Die Quelle ist Plutarch, der sicher meistgelesene Biograf der Antike. Und bei Plutarch können wir das eben verfolgen. Bei Plutarch ist die Geschichte, die Sie eben wiedergegeben haben, überliefert von dem Versuch, in die Heimatgebiete der Sklaven im Norden und im Osten über die Alpen zurückzukehren. Da ist auch die Rede davon, dass Spartakus letztlich an den Leuten scheitert, wenn man so will, die sich ihm nicht mehr zu folgen bereit sind, sondern die sagen, wir machen den Marsch auf Rom, koste es, was es wolle. Das sind Aussagen über Spartakus, die wir greifen können bei Plutarch, die nicht, wenn man so will, den Mainstream der antiken Quellen überhaupt wiedergibt. Und es ist ganz bemerkenswert, dass es genau diese Quelle ist, die dann eben auch gelesen und rezipiert wird. Wenn Sie von Sklaven sprechen in der Antike, was ist das? Das ist ja nicht ganz dasselbe, was man in anderen Jahrhunderten hat, was über den über den Atlantik geschifft wird, sondern das ist sozusagen ein generelles Institut, Menschen zur Sache zu machen, also einen Vermögensgegenstand zu machen. Und der wird auf dem Lande ausgebeutet. In der Stadt nicht unbedingt. In der Stadt kann er Lehrer werden und alles Mögliche. Ja. Also das ist ganz bemerkenswert, weil wir es deutlich sehen können, wenn wir überlegen, wo sich die Sklavenaufstände in der Antike, die so alle Generationen immer so im Abstand von 30 Jahren entstehen, wo die sich lokalisieren lassen. Wir haben zwei in Sizilien, dort sind es in der Tat Sklaven, die auf dem Land arbeiten, die dort unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt in einer Art Arbeitslager arbeiten für einen Herrn, eine Herrin, einen Gutsverwalter, der oft selbst unfreier ist. Und es sind zum anderen die Hirten, die relativ beweglich als Wanderhirten, als große Weidegebiete betreuende Hirten im Land unterwegs sind und die deswegen, weil sie zum Beispiel Herden gegen wilde Tiere verteidigen müssen, auch bewaffnet sind. Es sind diese beiden Gruppen, die in den frühen Sklavenaufständen 130er und 100er Jahren vor Christus dann aufstehen. Es sind nicht die städtischen Sklaven, wie Sie richtig sagen. Also es ist ganz bemerkenswert. Und es ist auch beim Spartakusaufstand nochmal 30 Jahre später wieder eine Gruppe, die
insofern untypisch ist, als es sich eben um Sklaven handelt, die als Gladiatoren arbeiten, die dafür eingesetzt sind, dass sie in Schaukämpfen letztlich ihr Leben riskieren und ein vorgezeichnetes Leben ihnen schon beschert ist. Dafür. Noch einmal zu den Sklaven, die auf dem Lande sozusagen von den Großgrundbesitzern verwaltet werden. Ja. Die arbeiten den Tag über mit an der Grenze der Arbeitsmöglichkeiten, der ihrer Kräfte, und nachts werden sie angekettet in einem Arbeiterhäuschen, wie es beschönigend heißt, einem Ergastulum. Genau, ja. Also das ist eine bemerkenswerte, vielfach überlieferte Tatsache, dass die Landsklaven, auch weil es ganz leicht wäre für sie zu entfliehen, das vormoderne Süditalien ist nicht dicht besiedelt, wer weg ist, ist weg, weil es also ganz leicht wäre, die deswegen in eine Situation in der Nacht gebracht werden, in der ein Entfliehen unmöglich ist, die letztlich teils in Ketten, teils in verschlossenen Gebäuden die Nächte verbringen und dann die Tage arbeiten und von daher in einer Situation sind, wie sie in der Stadt gar nicht darstellbar wäre, in einer Situation, in der sie in der Tat Menschenfüßler sind, wie sie auf Griechisch dann genannt werden, Anthropoda, also Tiere, die aussehen wie Menschen, aber genauso wie ich den Esel nachts ankette, eben auch angekettet werden müssen. Und da gibt es einen Oberaufseher, den Willikus, der sozusagen selber unfrei ist. Ja? Das immer wieder die ein privilegierter Sklave. Genau. Ja? Und der muss die sozusagen in Disziplin halten, antreiben und so weiter. Ja, also dessen Aufgabe, meistens ebenfalls ein Unfreier, aber von anderem Status, der für den Besitzer der ganzen Anlage, einschließlich des Ergastulum, zuständig ist. Ein Unfreier, der aber privilegierte Stellung insofern hat, als er wie ein Gutsbesitzer leben kann, nämlich nicht angekettet in der Villa, dessen Aufgabe aber ist und die ihn definierende Aufgabe eben ist, dass er als verantwortlich für die Vollständigkeit und auch die Arbeitsfähigkeit der Sklaven auf diesem Gut zuständig ist. Und so wie in den Südstaaten von Amerika, also den Vereinigten Staaten, sozusagen auf die Flucht von Sklaven juristische Antworten, scharfe Repressalien liegen, so gibt es hier auch eine Rechtsprechung. Ja. Wer ein Fugitivus ist, wer ist Flüchtling? Genau, also das ist bemerkenswert, dass die Antike genau hier eine ausführliche Rechtsprechung, auch eine Rechtssammlung hat. Das antike Recht ist ja durch Sammlung von Rechtssetzungen entstanden, nicht Gutachten, wenn man so will. Von Rechtsgutachten, in denen eben festgelegt wird, ab wann das Entlaufen als solches zu konstatieren ist und folglich auch Maßnahmen gegen das Entlaufen erlaubt sind oder nicht. Ich werde von Wölfen bedroht, entferne mich von der Herde, das wäre noch kein Entlaufen. Genau, also man merkt sozusagen die Zweifelsfälle, die dort entstehen, wenn eben jemand zum Selbstschutz vor wilden Tieren flieht, wenn jemand in einer Situation ist, in der er vor einer Feuersbrunst nicht mehr im Haus, im Ergastulum bleiben kann. Das wird rechtlich sehr sauber geregelt, das entspricht ganz dem Bild, das wir ja auch sonst von den Römern haben als Aber es ist ein durchdefinierte Gesellschaft, Menschenfüßler, der auch Willenskräfte hat, was ja der normale Gegenstand nicht hat. Also die Tücke des Objekts kann man nicht bestrafen, man kann sagen, dieses Subjekt hier, das keine Rechte hat, das kann sozusagen flüchten, dies bereuen und kehrt zurück. Das wäre ein Rücktritt vom Versuch, aber schädlich. Ja. Ganz so sicher, dass nicht Dinge oder Tiere auch insofern einen Willen haben können, können wir in der antiken Rechtsprechung nicht sein. Es gibt nämlich im griechischen Recht die Möglichkeit, Gegenstände zu verurteilen, einen herabgefallenen Dachziegel zum Beispiel, aber auch Tiere, die insofern auch als beseelt gedacht sind, weil sie etwas verursachen können und dafür auch bestraft werden. Und wenn sie verurteilt werden, dann werden sie bestraft oder vernichtet oder aus der Welt geschafft. Ja, also den Dachziegel schmeißt man über die Grenzen der Stadt. Den wirft man hinaus, das Tier verjagt man oder tötet es. Also das gibt es durchaus. Also insofern ist im antiken Rechtsdenken ist nichts völlig Ungewöhnliches, dass der Menschenfüßler vor Gefahren wegrennt oder in Selbstverteidigung sich übt, wenn es um Leib und Leben geht. Insofern kann er beseelt sein, ohne damit anzuerkennen, was ja erst die Spätantike und die Philosophie bringt, anzuerkennen, dass es sich um einen Menschen wie Sie und mich handelt. Also wenn der Herr sich, der Dominus, unmenschlich verhalten hat, gibt es dann ein Recht, ihm zu entfliehen? Ja, das ist eine ganz schwierige Situation für die antike Rechtsprechung, weil wir hier genau die Definition des
dessen, was unmenschlich ist, was man darf und was man nicht darf, überhaupt erst bestimmen müssen. Denn zunächst leben wir in einer Welt, in der jedes Mitglied der Familia in der römischen Welt, also jedes Mitglied der Hausgemeinschaft, der Gewalt des Paterfamilias, des Hausvorstands unterworfen ist, ganz egal, was der ob beschließt. Ob er gerecht ist oder ungerecht? Genau, ob er gerecht ist, ob er ungerecht ist, ob er brutal ist, ob er milde ist. Die Rechtsstellung des Paterfamilias gilt im Übrigen auch für eigene Kinder, lange über deren Erwachsenwerden hinaus, bis hin, dass in der Tradition immer berichtet wird, dass im alten Rom auch das Recht über Leben und Tod auch bei den eigenen Kindern bei diesem Paterfamilias gelegen hat. Ob das jemals praktiziert worden ist, wissen wir nicht, aber interessant ist ja nicht... Das Menschenopfer. Genau, ja? Nicht also das, die Karthager werden das ihnen vor. Genau, richtig. Ja. Das ist ja nicht so wichtig, was wirklich war, das werden wir nicht rekonstruieren können, aber die Wahrnehmung, dass es möglich ist, so zu denken, dass das den Menschen ausmacht, das ist ganz interessant in diesem Kontext zu sehen, weil es letztlich die Fremdheit der Antike zeigt und uns davor bewahrt, moderne Kategorien auf die Antike einzuführen. Spartakus, das ist eine Schule von Gladiatoren. Das sind also mehrere Gladiatoren. Ja. Mhm. Ja. Die sind waffenkundig. Mhm. Obwohl es Scheingefechte sind, die sie führen, sind die doch blutig. Ja, also Scheingefechte insofern, als es nicht so ausgehen soll, dass sofort einer der Kämpfenden ums Leben kommt, aber durchaus mit der Möglichkeit und auch der beim Publikum vorhandenen Erwartung, Tod. Dass der Tod also wie Stierkampf. Ja, genau. Ja. Und jetzt, die brechen aus in Capua. Genau. Ja? Es gibt eine, also es gibt wirklich einen Punkt in der Geschichte und einen Ort in der Geschichte, in dem wir das für diese Gladiatoren sehen können. Die Überlieferungen sind nicht völlig eindeutig, aber es ist immer die Rede davon, dass es eine solche Sklavenschule ist, also ein Trainingslager, wenn man so will. Das sind Kriegsgefangene, die auch sicher kämpfen können, aber ebenso sicher nicht wissen, wie ein weitgehend ritualisierter römischer Schaukampf stattzufinden hat, welche Waffengattungen wie gegenübertreten. Der Mann mit dem Dreizack, der Mann mit dem Netz, das muss man lernen, das wird geübt, um eben einen spektakulären Kampf auch möglich machen zu können. Es sind Bewaffnete, allerdings mit diesen scharfen, aber nicht üblichen Waffen bewaffnet, aufgrund dieser Ritualisierung. Und es gibt eben gerade bei Spartacus dann die Überlieferung, dass er im Laufe der Zeit, im Laufe seines Aufstands, bei Plutarch relativ rasch, bei anderen später oder gar nicht, diese Gladiatorenwaffen gegen richtige Waffen tauscht. Auch deswegen, weil die erkennbaren Gladiatorenwaffen, der Dreizack, das Netz, ihn markieren als jemanden, der aus dem Gladiatoren und damit aus dem Sklavenstand kommt. Also nicht nur lächerlich wirken in der Feldschlacht, ja, sondern auch erkennbar machen. Ja, ja. Ja, also lächerlich wirken bis hin zum unbrauchbar sein, denn in einem, ja, in einem, wenn man es mit modernem Fechten vergleicht, in einem Schaukampf, der nicht das Ziel hat, den Gegner sofort zu töten, und durch wirkt in heutigen das umständlich. Dingen, wirkt ist das umständlich. Und genau das soll es auch. Wir müssen uns ja vorstellen, das findet in großen Arenen statt, wo ein paar tausend Leute zugucken, die müssen auch was sehen können. Also jemanden kurz zu ermorden ist mit einem Dolch in der Hand und einem wehrlosen Gegenüber relativ einfach unter antiken, vormodernen Bedingungen. Mit einem Schauspiel, das ein, zwei Stunden dauern soll und nicht gleich einfach damit endet, dass einer gewinnt und der andere nicht, müssen diese Formen von ritualisiertem oder ja, ballettartigem Auftritt möglich sein. Sie sagten, es gibt verschiedene Quellen. Also unterscheiden die sich durch Zeitnähe oder Zeitferne von den Ereignissen? Also für Spartacus ist das Markante, dass wir zeitgenössische Quellen von ihm selber oder den Aufständischen überhaupt nicht haben und dass wir den einzigen Autor, der in dieser Zeit, soweit wir das aus Fragmenten, einem etwa 5 Worte umfassenden Fragment sehen können, Marcus Terentius Varro, dass von dem eben auch das Werk nicht erhalten ist. Wir haben eine Generation später Sallust, dessen Werk ebenfalls bis auf erbärmliche Fragmente verloren ist. Noch mal eine Generation später Titus Livius, einen römischen Geschichtsschreiber, der über 140 Bücher geschrieben hat, von dem aber nur ein sehr kleiner Bruchteil und ausgerechnet die Bücher für die 70er Jahre nicht erhalten sind. Da haben wir nur ein paar Inhaltsangaben, sodass wir die ersten erzählenden Quellen... 70er Jahre, das ist 70 vor Christus. Ja, ja,
Also der Aufstand selber ist in den 70er Jahren vor Christus, 73 bis 70 vor Christus. Livius schreibt unter Augustus, zwei Generationen später. Die ersten erzählenden Quellen, die wir haben, sind aus dem späten 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus. Das ist der schon genannte Plutarch, das ist Appian, den Karl Marx angeblich im Original gelesen hat, wie er Engels schreibt, was durchaus möglich ist, er konnte ja Griechisch. Es ist Florus, ein römischer Autor, der ebenfalls überhaupt eine etwas zusammenhängendere Darstellung dieser Aufstände uns bietet. Und Sie sind jetzt wie ein Archäologe nochmals tätig, außer dass Sie Althistoriker ja. sind und ja. müssen aus diesen Texten, über denen die Lava der Meinungen liegt, so wie bei Herkulaneum und Pompeji, genau, wieder Ausgrabungen veranstalten, sodass also ein Bild entsteht und sie dann selber Erzähler. Also das Interessante scheint mir, und das ist letztlich da, wo sich die Aufgaben der Altertumswissenschaft, gleich ob es materielle Kultur oder Texte sind, dann doch methodisch ähneln, dass wir in die Schichten des Wissens über ein Ereignis letztlich immer von oben hereinkommen. Das erste Bild, das wir im Kopf haben, ist wahrscheinlich Kirk Douglas und von da aus arbeiten wir uns historisch zurück, bis wir dann in den antiken Quellen sind und dort in der Tat versuchen müssen zu erkennen, wo die Zeitgenossen agieren, wo spätere Autoren agieren und gerade bei den narrativen Quellen. Sie arbeiten also die Unschärfe eines Bildes auch heraus. Ja, das muss unbedingt sein, denn wir müssen immer sehen, spätere Autoren, die narrativen Quellen, die wir haben, die erzählenden Quellen, haben notwendig eine Aussage über die eigene Zeit eingebaut. Das geht uns heute nicht anders. Jeder moderne Geschichtsschreiber kann nicht umhin, für seine eigene Zeit und daher im Bewusstsein der eigenen Zeit zu schreiben. Und was uns gelingen muss, ist, das Darstellungsinteresse des antiken Autors zu verstehen und dann zu sehen, ob jenseits dessen etwas berichtet wird, was sich historisch plausibel machen lässt. Jenseits der Plausibilität werden wir nicht kommen können. Jetzt bricht dieser Spartakus und seine Gruppe auf und es schließen sich ihm erstaunlich viele an. Ja. Was ist der Grund, dass bis dahin eigentlich Sklavenaufstände kaum Erfolg hatten? Das ist eine ganz schwierige Frage, deren Antwort in der Tat auch wieder zeitgebunden unterschiedlich gegeben wird. Es gibt eine Forschungsrichtung, die davon ausgeht, dass die Unzufriedenheit so groß nicht war, dass also das Bedürfnis, einen Aufstand zu wagen, gar nicht so groß gewesen ist, dass es insbesondere den gebildeteren Sklaven in der Stadt, den Viliki, die Sie schon genannt haben, letztlich doch so gut ging, dass sie das nicht Risiko eines Aufstands ohne Ziel und Zweck nicht hätten verfolgen wollen. Es ist ja auch ganz markant, dass zu Spartakus überliefert wird, dass eines der Ziele ist, in die Heimaten der Kriegsgefangenen zurückzukehren, also nicht eine neue Gesellschaft in Italien aufzubauen, sondern erstmal der Impetus ist, nach Hause zu kommen, von wo man selbst oder vielleicht auch der Vater, die Mutter im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen als kriegsgefangene Sklaven gekommen sind. Und da gibt es auf der griechischen Insel Chios ein Beispiel, dass Sklaven ins Gebirge entkommen und dort eine Art Republik oder Königreich erkunden. Genau, das ist sozusagen die zweite Möglichkeit, die auch in der Forschung gesehen wird. Wir haben ja Überlieferungen darüber, dass einzelne Sklavengruppen, das, was man auf Englisch Maroon Communities nennt, bilden, also eigene Gemeinden, die nach eigenem Recht meistens in einer letztlich wie eine Utopie wirkenden Umwelt leben, auf einer Insel. Eine Gesellschaft, eine Verfassung. Genau, auf einer Insel, auf einer Bergkuppe in einem Tal, wo sie abgeschieden von anderen eine andere Gesellschaftsform leben können, als sie die ist, in die sie hineingeworfen worden sind als Kriegsgefangene oder hineingeboren sind als hauptgeborene Sklaven. Das ist eine ganz interessante Frage, auch deshalb, weil man sich ja überlegen muss, warum wird das überhaupt überliefert? Wenn es das denn gegeben hat, und das ist nicht von vornherein auszuschließen, dann muss man sich ja überlegen, warum berichtet ein antiker Autor, einem antiken Lesepublikum überhaupt von diesen Alternativen zur eigenen Gesellschaft, die ausgerechnet unfreie Sklaven bauen und eben nicht die Menschen selber, für die er schreibt. Er schreibt für eine gebildete Oberschicht und nicht notwendig für Menschen, die sich dafür interessieren, welche Alternativen vor 100 Jahren Sklaven sich ausgedacht haben. Das ist also Unterhaltung.
Ja, nicht in einem gewissen Sinne. In gewissem also Sinne. Grobensten Sinne. Genau. Ja? Also es Romane ist letztlich ganz vergleichbar den Schilderungen von utopischen Gemeinden, die ja in der Antike auch immer wieder gerne gelesen werden. Typischerweise auch Bergkuppen, Inseln, Täler besiedeln und dort Alternativen zur eigenen Gesellschaft entwerfen. Bemerkenswert bleibt, dass dieses in einzelnen Fällen an Unfreien festgemacht wird, also an Menschen, denen man eigentlich diese Form des Denkens gar nicht zuzutrauen bereit ist. Jetzt sammelt sich um Spartacus also eine doch solide Truppe von Bewaffneten römische Heere werden ausgesandt, aber von ihm geschlagen. Ja, das scheint man am ehesten mit dem Unvermögen der römischen Befehlshaber erklären zu können, überhaupt eine wirkliche Bedrohung in diesen Leuten zu sehen. Also die Grundschwierigkeit für den römischen Staat ist, ich habe eine Truppe von Leuten, die ich ja aus einer Sklavenschule, eine Handvoll Leute, die wären zwar immer mehr, aber es ist, die ich nicht wirklich einschätzen kann. Ich habe als Die werden unterschätzt. Genau, als römische Befehlshaber habe ich sozusagen ein traditionelles Gegenüber, das ist der äußere Feind. Ich habe da auch ein Aufgabengebiet, Provinzia genannt. Das hier ist asymmetrisch, was mir hier gegenüber tritt. Es ist nicht im Ausland, also ja. Bei den Gegnern, sondern es ist im eigenen Land und es ist eine Gruppe, die ich sozusagen im System gar nicht kenne, die nicht vorgesehen ist. Und für die auch, man darf nicht vergessen, es geht natürlich auch immer um persönlichen Ruhm und Ruhm für die Familie, der man angehört, mit deren Schlagen ich letztlich auch keinen Ruhm erwerben kann. Denn das ist eine Räuberbande, die ich halt letztlich als Polizeiaktion irgendwie behandeln muss und nicht ein Heer, das ich mit militärischen Mitteln schlagen muss. Und genau daran scheint es sich festzumachen, dass man die unterschätzt. Und jetzt werden also da mehrere ausgesandte Expeditionskorps, also Roms, geschlagen. Ja. Und was geschieht jetzt? Eine Gesellschaft, eine Organisation ist das ja zunächst noch nicht. Das ist immer noch ein bewaffneter Haufe. Richtig, ja. Also das ist von den Sklaven selber, nach dem, was uns die Überlieferung berichtet, für die in ähnlicher Weise überraschend. Wir haben zunächst ja auch in der Auseinandersetzung mit Rom eher unkonventionelle Formen der militärischen Auseinandersetzung. In einem dieser frühen Fragmente bei Sallust wird berichtet, dass man sich mit Lianen in den Hufkrater abgeseilt hat und auf die Weise Wege begehbar machen konnte mit Weinranken, die für den bewaffneten römischen Soldaten nicht begehbar waren, weil er bewaffnet und mit Schuhen versehen sich nicht an solchen Rankenwerk hätte entlanghangen können. Und dadurch konnte er diese Sklaven nicht verfolgen. Genau. Ist das am damit Ende, weg. Wenn sie am Ende sind, die Sklaven, dass sie so flüchten? Ja, das ist nicht eine Kriegshandlung. Nein. Denn die hätten ja kaum einen Zweck. Nein, genau. Aber eine Fluchthandlung. Das ist Guerillakampf, das ist die Möglichkeit, Nadelstiche zu setzen hier und dort und dann genauso schnell wieder unsichtbar zu werden, wie man sich unerreichbar zu sein. Unerreichbar zu sein und damit erst recht natürlich genau nicht dem zu entsprechen, womit Rom umgehen kann. Rom kann damit umgehen, wenn ein Gegner im formierten Heer in einer Ebene gegenübersteht und dann kann die römische Legion, die römische Hilfstruppe in dem sehr bewährten und, wie wir wissen, höchst erfolgreichen militärischen Duell zwischen zwei Armeen den Sieg davontragen. Das geht nicht, wenn der Gegner weg ist. Und das ist für den Anfang ganz markant, die Feldschlacht im klassischen Sinn wird gar nicht angeboten, sondern die kommen und sind wieder weg. Interessant ist ja, dass in einer Zeit, in der sozusagen es Mode ist, auch Verfall der Tugenden der Republik zu beklagen. Ja. Rom intern zu kritisieren, ja. Hier jetzt also Intelligenz, Tapferkeit, Wendigkeit und so weiter auch einem Gegner, einem plötzlichen romanartig auftauchenden Gegner zuzuschreiben. Ja. Ja, das kennt man ja sonst eigentlich nicht, dass Sklaven besondere Intelligenz, besondere Geschicklichkeit, eigentlich Eigenschaften, die römische Feldherren haben sollten. Ja, also wir müssen, wenn wir das so feststellen, immer uns klar machen, dass unsere Hauptzeuge für diese besondere Begabung des Spartacus und auch seiner Leute Plutarch ist, der in einer Charakterdarstellung des
Crassus, des römischen Feldherrn Crassus, ein Gegenüber baut. Und was sie eben schilderten, also all die Eigenschaften, die man einem Römer zutraut, plötzlich sich hier finden, ist bei Plutarch sehr explizit der Fall. Er hat ein ausgesprochen kritisches Crassus-Bild. Er sieht Crassus als den großen Verlierer. Und er zeigt, dass Spartacus letztlich der bessere Feldherr, der bessere Zeitgenosse ist, bis hin in Wortspiele, also er nennt ihn griechischer als die Griechen, er kommt aus Thrakien, also einem nordwestgriechischen Gebiet, er nennt ihn mit mehr Romae, mit mehr Körperkraft versehen als Romae, als Rom, das ist dasselbe Wort im Griechischen, und damit letztlich als jemanden, der griechischer als die Griechen und römischer als die Römer diesen Erfolg hat. Es ist aber ein ganz markant sich von anderen Zeugnissen unterscheidendes Bild. Plutarch lässt eine Menge an Grausamkeiten weg, die wir zum Beispiel bei Appian lesen. Appian berichtet, dass mal 300 römische Kriegsgefangene dahingeschlachtet werden, dass vor dem Marsch auf Rom alle Gefangenen und alle Zugtiere einfach umgebracht werden, dass ein römischer Soldat gekreuzigt wird vor dem Lager als Menetekel. All das steht bei Appian, das steht nicht bei Plutarch, der einen ganz anderen Spartacus kennt und der ihn in dieser Weise präsentiert als einen Zeitgenossen, der sogar dem hochmögenden Feldherrn Crassus überlegen ist. Wenn Sie diesen Crassus mir mal beschreiben, das ist doch derjenige, der bei Carrhae geschlagen wird, und zwar in einer Weise gegen Schlacht im Teutoburger Wald gar nichts ist. Und dieser römische Feldherr, der geschlagen wird von den Parthern, dessen Haupt in einer öffentlichen Theatervorstellung gezeigt wird. Also zur Schande Roms. Das ist derjenige, der vorher ein so reicher Mann ist, dem die ganzen Vorstädte Roms gehören, die Mietskasernen. Das ist er. Ja. Bei Crassus müssen wir uns auch wieder als Historiker, die wir sozusagen rückwärtsgewandte Propheten sind, immer im Klaren sein, wir können nicht anders als ihn vom Schluss her lesen. Also von der Tatsache, dass er genau der Feldherr ist, der eine massive Niederlage erleidet, der zur Schande Roms wird, über den letztlich in sich Wüste zeigen lässt, Irak, dass, nicht? Der, genau, ja. Dass er nicht mehr in der Lage ist, Roms Macht darzustellen. In der Zeit, in der er gegen Spartacus gewandt ist, ist dieses spätere Ereignis ja noch nicht bekannt und auch nicht denkbar. Was Crassus ja auch schließlich gelingt, und das ist in den Quellen auch immer anerkannt, ist, dass er gegen diesen unwahrscheinlichen Gegner, gegen dieses Sklavenheer letztlich erfolgreich ist und damit am Schluss eines langen Prozesses, in dem man diesen Gegner ständig falsch einschätzt, dann doch gezeigt hat, dass in dem Moment, wo man wieder in vertrauten Bahnen ist, wo man in einer offenen Schlacht gegeneinander tritt, gewinnen kann und als Römer dann auch gewinnen muss. In diesem Moment ist Crassus noch nicht der Verlierer. Plutarch, dem wir praktisch all unser Wissen über Crassus verlangen, denkt natürlich auch vom Schluss her. Er denkt von Carrhae her und weiß, dass dieser Mensch am Schluss Rom in erbärmlicher Weise verraten wird oder im Stich lassen wird und der bereits in dieser Zeit es zwar schafft, diese Polizeiaktion irgendwie ordentlich über die Bühne zu bringen, aber der Wurm. Der ist da schon da. Ein reicher Mann kann ja ein guter Feldherr sein. Genau, richtig. Ja, der hätte sich in anderen Lebenskreisen besser bewähren können als ausgerechnet hier. Wie endet Spartacus? Also es sind ja mehrere Schlachten noch, in denen er teils obsiegt, dann wieder auch immer verliert und ihm sehr ungewöhnliche Taten zugeschrieben werden. Also auch hier müssen wir wieder deutlich sehen, dass wir ganz unterschiedliche Aussagen über das Ende des Spartacus schon aus der Literatur der frühen römischen Kaiserzeit haben. Ältere Zeugnisse haben wir nicht. Das beginnt damit, ob Spartacus in seinem letzten Gefecht von Gefährten umgeben ist,
wie bei Appian steht, die mit ihm zusammen agieren und dann aber den Leichnam verlieren, sodass es keine Reliquie sozusagen für diese Körper gibt. Oder ob er wie Alexander der Große versucht, auf den Crassus zuzueilen, genau, so wie auch ein Darius, ihn persönlich zu treffen und dabei sich so nach vorn isoliert, dass er ganz erschlagen wird. Genau, dass er ganz alleine steht, keine Gefährten um ihn herum, sondern ganz als Held, als einsamer Held auf dem Schlachtfeld ums Leben kommt, letztlich im großen Zweikampf. Also die Antike kennt den Film nicht, ne? Aber man hat so das Gefühl, also das Bild, das beim Leser entsteht, ist eben das, Sie haben es mit Alexander dem Großen gegen Darius verglichen, also dass den großen Einzelnen in der Auseinandersetzung mit dem anderen großen Einzelnen zeigt. Thymus. Ja, klar. Der sozusagen, Und jetzt diese Szene aber, dass er gefangen wird, nachdem vorher sich alle vor ihn stellen, indem alle Sklaven sagen, ich bin Spartakus, sodass er nicht mehr erkennbar ist in der Masse. Ja. Das ist sozusagen eine Erfindung des Drehbuchs. Richtig, also damit sind wir in der sozusagen jüngsten Phase. Erzählung. Drehbuchschreiber war Dalton Trumbo, der in der McCarthy-Ära da wird er gekreuzigt. Genau, und da wird die Geschichte so erzählt, nicht anders dass als Christus. Genau, dass sie für ein Publikum des 20. Jahrhunderts lesbar wird. Es gibt einen Witz, den mir ein Kollege an meiner Uni, der in der Fakultät für katholische Theologie tätig ist, erzählt hat, woran erkennt man, dass ein Kind erwachsen wird. Wenn es einen Gekreuzigten sieht, sagt es nicht mehr Indianer am Marterpfahl, sondern Spartakus. Also das Bild des gekreuzigten Spartakus ist eines, das ganz fest etabliert wird in unseren Köpfen. Eine Zeichensprache aus einer Nachbarschaft übernimmt. Ja, aus einer Tradition, die es gar nicht geben kann. Und das ist bemerkenswert. Also der Urheber oder der Initiator dieses Films, Kirk Douglas, selbst Sohn jüdischer Immigranten aus Weißrussland, in den USA schon geboren, geboren als Isur Danielovic, schreibt in seinen Lebenserinnerungen ausdrücklich, dass er sich als Nachfolger des Spartakus sieht, weil im Alten Testament die Rede davon ist, Sklaven seid ihr gewesen, und er sieht Spartakus insofern in einer Tradition, die der Antike ganz fremd ist, die 70 vor Christus auch noch nicht denkbar ist, die aber zeigt, für ihn deutlich macht, ich benutze diese Figur oder ich sehe in dieser Figur letztlich eine Präfiguration eines anderen Helden, und genau in dieses Bild fügt er ihn ein. Wie ein Religionsstifter. Letztlich ist auch das, was wir da durch die sehr mächtigen Filmbilder noch natürlich etwas erkennen intensiver können. Und mit Gemeinden, mit eigener Rundfunkanstalt versehen, könnte eine Religion sich auch theoretisch neu bilden. Ja. Und wir jetzt in einer eigenartigen Verbindung mit der Spartakus-Gruppe von Rosa Luxemburg und einer amerikanischen Gemeinde, die protestiert gegen die Enteignung durch die Finanzkrise. Ja. Das heißt also, das ist schon interessant, dass Religionen, es ist nicht ausgeschlossen, dass noch einmal etwas die Welt ergreift. Ja. Interessant eben auch, dass wir hier in der Zeit des Kalten Krieges ja ein sehr stabiles Spartakusbild, letztlich immer zurückgehend auf das Marx-Zitat, haben, das aber auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs namentlich in der linksgerichteten Literatur gelesen wird. Howard Fast selber auch in der McCarthy-Ära nicht geliebt, hat 1951 den Roman geschrieben, der dann zu dem Stanley Kubrick-Film 1960 führt. Und in der Tat in der Rezeption zunächst wirkt, wie ein Fremdkörper wirkt, wie ein Gedankenexperiment, dass man den USA der 1960er oder der späten 50er eigentlich sozusagen gar nicht zutraut. Ne? Noch einmal zurück zu dem Freiheitsbegriff, der eigentlich nur später also sozusagen die Erzählung beeinflussen kann, und dem Sklavenaufstand und Spartakus. Bei Seneca schreiben Sie, gibt es ein Zitat, wo er beschreibt, dass in einem Ludus, also einem der Spiele, der Gladiatorenspiele, ein Gladiator sich den Stock mit dem Schwamm an der Spitze, mit dem man die Toiletten reinigt. Ja? Nicht die Toiletten, menschlichen Hintern reinigt. Den menschlichen Hintern reinigt. Ja. Und den stopft er sich in den Schlund, erstickt. Ja, Selbstmord zu begehen. Er hat keine andere Möglichkeit, als bewachter Sklave Selbstmord zu begehen, als an dem einzigen unbeobachteten
Moment der Toilette den Schwamm am Stock zu nehmen und sich damit selber umzubringen. Und Seneca zeigt in dieser Schilderung eines, warum nicht wahren Ereignisses, die Entschiedenheit. Genau, wie heißt der Schlusssatz dort? Ja, es ist der schlimmste Tod, ja, ist immer noch besser als die beste Form von Sklaverei, von Sklavendienst. Also, das klingt wie von Voltaire. Ja, das ist auch einer der Wurzeln der Kritik an der Sklaverei, die im Falle Senecas dann aus der Stoa kommt, einer antiken Denkrichtung, die wahrnimmt, dass der Menschenfüßler eigentlich Mensch ist und die dann dazu führt, dass es in einem sehr langsamen Prozess eine Wahrnehmung, eine Veränderung der Wahrnehmung der Sklaverei gibt. Die andere Wurzel ist zweifellos das Christentum, das seinerseits sich in eine Breite der Gesellschaft bewegt, in der andere Angebote an intellektuellem Rahmen sich überhaupt noch nicht zu bewegen bereit sind in dieser Zeit. Also wir haben letztlich diese zwei Wurzeln, die Stoa und das Christentum, die ja dann erst im Laufe von vielen Jahrhunderten und greifen tut das letztlich erst in der Abolitionsbewegung Gedanken vorbereiten, die ein anderes Bild von Sklaven und damit auch einen anderen Umgang mit Unfreiheit überhaupt erst ermöglichen. Es ist ja erstaunlich, wie lange sich und wie vielfältig lokalisiert sich Sklaverei hält. Ja. 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 An sich ist die Nicht-Sklaverei, die wir kennen, aus Westeuropa, eine minoritäre und plötzliches Ereignis ab Renaissance. Ja. Ja. Aber ein städtisches Ereignis, kann man sagen. Ja. Nicht? Ja. Ja. Also das ist gerade die gedanklichen Veränderungen, die notwendig werden, um es überhaupt anders möglich zu machen, lassen sich in der frühen Neuzeit sehr gut verfolgen. Unveräußerliches Menschenrecht. Ja? Genau. Ganz seltsame Figuration, wenn Sie denken, wie viele Juristen vorher sich damit befestigen, zu erklären, wie die einzelnen Nuancen der Sklaverei sind und welche Hoffnungshorizonte auf Freilassung das Ganze in Gang halten. Denn das gibt es ja. Richtig. Ich habe selber mal gearbeitet über einen niederländischen Fall eines Sklaven, der aus Guinea, heutigen Ghana, kommt, als Sklave eines Kapitäns in die Niederlande gebracht wird und dort, weil die reformierte Kirche inzwischen die Sklaverei aufgegeben hat, als Institut freigelassen wird, studiert und selber eine lateinische Dissertation in Leiden publiziert, in der er die Vereinbarkeit von christlicher Freiheit und Sklaverei darlegt. Ganz bemerkenswert, ein schwarzer, ehemaliger Sklave schreibt eine lateinische Dissertation, um zu zeigen, dass es die innere Freiheit ist, auf die es ankommt, nicht die äußere, geht zurück nach Ghana und als solche immer frei. Der tatsächliche rechtliche Status im irdischen Leben ist insofern dann für ihn schon nicht mehr erheblich. Geht zurück nach Ghana und die letzten Indizien, die wir über sein Leben haben, deuten darauf hin, dass er wieder Sklavenhändler geworden ist, weil Schwarzafrika, das traditionelle Herkunftsland in der Frühneuzeit, für Sklaven gewesen ist. Also bewaffnet mit holländischer, mit protestantischer Überzeugung über die Innerlichkeit der Freiheit. Genau, die erste Übersetzung der 10 Gebote und des Neuen Testaments. Ich bin frei und wäre ich in Fesseln geboren und das jetzt noch befestigt, ich bleibe in Fesseln und handle damit. Ja, genau. Das ist ein Moment, wo wir sehen können, dass der Gedanke, den wir, wie Sie sagen, als sozusagen Westeuropäer des 21. Jahrhunderts gar nicht mehr als undenkbar halten, dass der geschichtlich erst werden muss und dass der noch lange nicht da ist. Und auch, dass die Denkangebote der Stoa oder auch des Christentums nicht notwendig radikal zu einem Ende des Instituts der Sklaverei führen müssen, weil es eben die elendigste Sklaverei bei Seneca oder die christliche Freiheit auch des im irdischen Leben nicht freien im Christentum weiterhin als Denkangebote gibt, die damit auch eine Existenz innerhalb des bestehenden staatlichen oder gesellschaftlichen Rahmens weiterhin ermöglichen. Das ist ein Phänomen, das mich jetzt auch als Althistoriker interessiert, wenn wir von den Schichten sprechen, durch die wir uns durcharbeiten, um an die Antike heranzukommen, dann sind die in der Neuzeit besonders massiv. Wir haben ganz deutlich die Aufnahme des Spartacus aus den Quellen einmal in der Barockoper,
Die Barockoper benutzt eine Information, die wir nur bei Plutarch finden, nämlich dass Spartacus eine Frau hatte, und konstruiert daraus die üblichen Dreiecksgeschichten, meistens nicht zwischen zwei Männern und einer Frau, sondern von den Rivalen. Genau. Ja. So. Also damit hat man hat all Nachkommen, das. Nachkommen. Genau. Wie auch Christus Nachkommen gehabt haben soll. Genau. Und daraus kann ich natürlich im Opernsujet die tragische Arie machen, die heitere Arie, das Liebesduett und all das, was die Barockoper so braucht. Weil ich wieder den Familienanschluss habe. Ja. Da geht es ganz leicht. Wir haben dann den Helden, der seit dem Marx-Zitat als kommunistischer Held gesehen wird. Der hat aber auch, wenn Sie so wollen, ein Vorleben in diesem Nachleben. Die große Spartakusstatue im Louvre ist von 1830 und feiert wird gedeutet vom Künstler als Ergebnis der Julirevolution 1830, also der Abschaffung des bourbonischen Königtums, des Endes der Unfreiheit, die man dort sieht. Da wird Spartakus schon gesehen, nicht mehr als der barocke Held, der in irgendeiner Weise das Sujet bedient, sondern als der kettensprengende, freiheitsvertretende Held, als der er dann eben in die spätere Tradition, 30 Jahre später, schreibt Marx, eingehen kann. Wir haben den bulgarischen Helden Spartakus, das finde ich ein ganz faszinierendes Thema, denn Spartakus wird in der Antike geschildert aus Thrakien kommend. Thrakien, das liegt dort. Thrakien hat eine bewegte, modernere Geschichte. Im Ersten Weltkrieg ist es bulgarisch, es ist nach 1919 griechisch. Es ist eine Landschaft, Südwestbulgarien, heutige Nordwestgriechenland, in dem Spartakus Heimat gesehen wird, aufgrund einer letztlich nicht überlieferten, sondern von einem modernen Gelehrten geschaffenen Konjektur. Dort gibt es eine 7 Meter hohe Spartakusstatue, die dafür steht, dass er von hier kommen muss und nirgendwo anders her. Er wird als Held. Er wird als Held genommen. Einer jungen Nation, die gegen die Türkei aufsteht. Ja, richtig. Da ist er, und er bleibt als solcher neben Orpheus, dem mythischen Sänger, einer der beiden großen Söhne Bulgariens in dieser Tradition. Wo kommt das Ausdruck Thrakien her? Thrax heißt doch Balken. Ja. Und ein Kaiser heißt Thrax. Richtig, weil er stark ist. Ja. Das kommt aber nicht aus Thrakien. Nein, also der ist die griechische Landschaft Thrakien, die schon Homer kennt, das ist der Name dieser in der Tat natürlich holzreichen nordwestgriechischen oder südbulgarischen Landschaft, in der es Wälder gibt. Also das hat keinen unmittelbaren Bezug. Und wir haben dann, das finde ich auch ein bemerkenswertes Phänomen, dass wir nach dem Ende des Kalten Kriegs, als der kommunistische Held Spartakus nicht mehr nötig ist, jetzt eine neue Deutung, die Sie in Spartacus-Guides in jeder besser sortierten Bahnhofsbuchhandlung finden und die zu den homosexuellen Treffpunkten in einzelnen Orten führt. Ganz interessantes Phänomen, ein Held wird frei. Ich brauche ihn nicht mehr als den kommunistischen Helden, ich brauche ihn letztlich auch nicht mehr als den Revolutionär. Er ist jetzt übrig, er ist besetzbar und er wird jetzt einmal als Nationalheld in Bulgarien besetzt, andererseits als der Urvater der homosexuellen Bewegung. Das ist ganz spannend, wie das weitergeht, weil man weil es natürlich so unabhängig von Tatsachen ist, ja, nicht? Ja, klar. Aber man merkt, wie wichtig so eine Vorstellung desjenigen ist, der ausbricht aus dem Schauspiel der Kämpfe, in wirkliche Kämpfe gerät und beinahe eine utopische Freiheit erringt, beinahe nach Hause kommt. Ja, das ist schon der tragische Held, der fasziniert und das und eine andere Form von Odysseus. Ja, der kommt ja nur nach Ithaka. Ja. Hier war die Chance, nach Thrakien zurückzukommen und Nationen zu bilden oder Freiheitsräume zu bilden. Und da ist also für mich als Althistoriker immer wieder faszinierend zu sehen, dass das Angebot der Antike an Stoffen, an Materialien, also bis in unsere Tage immer wieder neu kreativ aufgenommen wird und man eben nicht vorhersehen kann, wie die. Wenn Sie die Firmenzeichen, die auf antike Namen fußen. Und letztlich, wenn man sagt, the past is a different country, also die Vergangenheit ist eine andere Welt, müssen wir, wenn wir uns mit der europäischen Antike beschäftigen, uns auch immer ins Klare kommen, wir stehen natürlich auf diesem Fundament und wir müssen die Traditionen, in denen wir denken. Transkription, Verwechslung, Aneignung. Genau. Aber wir müssen diese Traditionen
Erfahrung nachvollziehen, um zu verstehen, was unsere eigene Tradition ist. Also es ist nicht nur die fremde Welt, es ist auch das Nächste.